Und dann geht noch einer rein hier. Oha, der sogar ein bisschen Bock hat. Ich teste hier jetzt gerade schon seit einer guten halben Stunde, wenn nicht sogar schon länger, an diesem Spot auf Wels und Wildkarpfen. Und da rasselt der nächste rein hier und hat auch schon ein bisschen Bock. Möglicherweise der nächste Wels. Er ziert sich schon mächtig. Vielleicht sollte ich hier doch das Setup ein bisschen stärker gestalten. Ja, wir sind hier schon hart am Limit. Und jetzt gerade geht es auch in Richtung Abendstunden. Und weil hier beim Grundangeln schon einiges an Welsen reingegangen ist, testen wir das Ganze gleich mal auf Jig. Ich habe die Jig-Route schon vorbereitet, schon die ersten Würfe gemacht. Ich weiß so ungefähr, wo ich jetzt hinwerfen werde, hier von der Stelle aus. Und wo ich langziehe, das zeigen wir gleich mal. Und es funktioniert bisher auch schon mit dem Setup. Zumindest so, dass man sagen kann, okay, ich kann mal eine schön lange Strecke durchjiggen. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch mal ein bisschen durchziehen kann, wenn man dann jiggen will, damit man überhaupt die Chance hat, oh, da ist bestimmt auch wieder ein Wels drauf, dass man überhaupt die Chance hat, dass hier was reingeht. Das muss auch erstmal richtig gut aussehen mit dem Jiggen. Apropos gut aussehen, ich sehe heute ganz besonders gut aus, weil ich eine andere Beleuchtung gerade anhabe. Also nicht wundern, nicht wundern, heute hier im Hitzemodus unterwegs. Von daher mit dem Sparlicht, die Komplettbeleuchtung macht mich einfach fix und fertig. Da kannst du gar nicht hier atmen in dem Raum mit der kompletten Beleuchtung auch noch. Deswegen muss die Kamera im Sparmodus mich heute ausleuchten bzw. aufnehmen. Und die Ausleuchtung, naja, die übernimmt eine einfache Glühbirne. Ja, komm ran hier, Alten. So sieht das gerade halt aus hier im Sommer. Sonst ist das hier nicht auszuhalten in dem Raum. Jetzt schon wieder über 30 Grad hier drin. So, aber er kommt, ja doch, er kommt so langsam. Hat er noch mehr Bock? Ich hatte schon ein paar, wir gucken gleich mal in den Kescher rein. Ich hatte schon ein paar drauf. Ich habe eigentlich Aralbarbe gesucht. Alden, Aralbarbe. Und was gehen hier rein? Wildkarpfen, Wels. So ein Ding ist das. Ich zeige gleich mal komplett die Futtermesche, bevor das hier dunkel wird. Und wir dann wirklich auch in der Nacht im Dunkeln auf Wels gehen. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich die Grundrouten draußen lassen soll, Ich meine, einerseits wäre es natürlich schön, wenn dann irgendwann mal wirklich so eine Aralbarbe, eine Feiste, dann da reingeht. Andererseits will ich auch solche Drills jetzt hier auf nur rund 30 Kilo Setup, will ich natürlich gar nicht haben. Wobei das schwächste Glied, fällt mir gerade auf, ist die Rute. Tatsache, das Rote da unten, das ist die Rute, denn alles andere mit 36 Kilo Ledcore und allem, die Route, die ist ja mittlerweile schon bei mir so durch. Meine Fortuna Carp, die gute alte Fortuna Carp, sie ist tatsächlich schon alt. Ja, ich bin, glaube ich, unter 30 Kilo mittlerweile mit denen. Weil der Blank schon so viel Verschleiß über die all die Jahre jetzt hat, dass das Ding einfach fertig ist. Wird irgendwann auch mal Zeit. Gucken wir mal. Irgendwann im Laufe der nächsten Monate gönne ich mir auch mal neue, bessere Grundruten. Wird langsam Zeit. Ne, ich gehe auch langsam auf die 45 zu, ne? Oder kann man auch mal ab einem gewissen Alter kann man sich auch mal vernünftige Karpfenruten gönnen. Auch wenn man die normalerweise fast gar nicht verwendet und braucht. Oder ich hole mir einfach neue Fortuna Carps. Was ist denn deine Meinung? Neue Fortuna Carps? Oder sowas wie so eine Legacy, wie heißen die? Legacy TI? Ne, die Endgame mit plus 7 aufs Karpfenangeln oder aufs Grundangeln? Das plus 7 ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Andererseits, kohlemäßig kann ich mir für das Geld wahrscheinlich nochmal die Carps kaufen und nochmal die Carps kaufen. Komplett. Und die anderen Dinger schmeißt man einfach irgendwann weg, wenn die Tragfähigkeit nicht mehr ausreicht. Wenn mich nicht alles täuscht, gab es doch auch so eine Diskussion schon im Forum.
ob sich das denn lohnt, allein auch wegen der Reparaturkosten von den Schnurlaufrägen dann, ne? Die müssen ja auch noch bezahlt werden. So, jetzt kommen wir aber mal ran hier. Und wenn das dann diese Titan-Schnurlaufringe sind, dann ballert das natürlich auch kohlemäßig richtig rein. Ne? So, na doch, jetzt so langsam kommt er ran hier. Ich gehe auch nicht höher jetzt von der Bremse, das reicht mir jetzt hier gerade. Nur ein bisschen weiter nach hinten. Hier hinten geht es ein bisschen nach oben. Das heißt, wir stehen noch mal ein bisschen höher, ziehen noch mal mehr nach oben. Und nach oben hin haben die Fische eben am wenigsten Power. Ich pumpe den jetzt hier eben auch richtig knallhart. Und jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, denn ich wollte hier schön im Dunkeln anfangen, auf Wels zu jiggen. Ich hoffe, dass da was reingeht. Ich habe noch nicht einen auf Jig gefangen. Das heißt, das ist jetzt natürlich die große Frage. Geht da überhaupt was rein oder auch nicht? Das werden wir gleich sehen. Na komm, nicht so weit hier hinten nach links. Da kann ich gleich nicht mehr hin. Ab da vorne ist auf einmal Ende. Da kann man lang, nicht mehr langlaufen. Deswegen ist das ganze Gejigge jetzt auch gleich so ausgelegt, dass wir genau in die andere Richtung jiggen und dass der Fisch in die andere Richtung abhaut. So zumindest der Plan. Wenn es meine Wels-Trophy ist, die dann da reingeht, so auch der Plan. Na klar, alles unter Trophy ist Beifang. So, komm ran hier, Alden. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach hinten. Komm ran hier. Was hat er? 30 Kilo plus oder was? Der Wels? Ich meine, den Wildkarpfen wird das doch nicht sein. Dafür ist er zu zahm. Und haut zu wenig ab. So, laufen wir noch mal ein bisschen nach hinten. Oh, komm ran hier. Komm. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nicht wieder umdrehen. Nicht wieder umdrehen. Och nein. Komm, 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 komm. Ich wollte ihn doch haben jetzt schon. Ach komm, wir haben schon gleich 22 Uhr allen. Die Welse warten. Guck mal, die Route steht schon bereit hier. Die Route steht schon bereit und da haut er wieder ab. So, jetzt gehen wir hier aber nochmal in den Drill. Jetzt hat er gerade nochmal einen schönen Schlenker gemacht. Aber jetzt guckt er quasi hier in meine Richtung. Und das nutzen wir aus. Solange der Kopf, solange das Gesicht face on face ist. Wir stehen uns direkt gegenüber. Auge in Auge. Und solange das jetzt so ist, versuchen wir auch das so zu halten. Denn dann schwimmt er oder muss ja in meine Richtung schwimmen. Das heißt, rechte Maustaste mit dem Pumpen, mit Shift gedrückt und immer nur ganz kurz locker lassen, damit er gar nicht erst die Chance hat, sich weit umzudrehen. Denn wenn der sich jetzt nochmal umdreht, haut der auch wieder ab. Und gibt richtig wieder und zieht richtig wieder Meter raus. Das müssen wir tunlichst vermeiden. Kurzer Drill, kurz wieder ranziehen, also wieder schnell einkurbeln. Lang rankurbeln, hier nach oben pumpen. Zack, und gar nicht lange runterlassen. Also rechte Maustaste drücke ich ja jetzt. Nicht lange runterlassen, sondern direkt wieder hochziehen. Damit da gar nicht die Schnur so lange locker wird, dass er sich Zeit hat, sich umzudrehen. Und jetzt kommt er dann auch gleich ran. Na, guck dir das an. Und hier im Chat, der Umutmos zieht auch hier gerade Wildkarpfen-Trophy. Den müssen wir gleich mal anschreiben und fragen, wo er steht. Vielleicht steht er ja auch hier an der Stelle. Das wäre noch interessant. Das kriegen wir aber gleich mit. Nach dem Fisch hier 27,6 Kilo Wildkarpfen-Trophy. Sehr nice. Wenn das nicht der Spot ist, kriegen wir das auch mit. Dann wissen wir das doch gleich bestimmt. Na, jetzt aber hier auf die letzten Meter. Jetzt dreht er sich noch mal ein bisschen. Lange halten. Auch jetzt wieder ganz kurz nur locker lassen. Guck, wie er schwankt, Alter. Er will eigentlich nicht, aber er muss. Er muss Auge in Auge mit dem Giganten. Gleich hat er nur 20 Kilo und ich stehe hier ein. Oh mein Gott. Komm jetzt ran. Jetzt reicht dir doch ein. Du hast doch gezeigt, dass du einer bist. Ein richtiger Held. Komm nu. Guck
kurbeln und langsam zurück. Komm. Und die ganze Zeit kurbeln. Und da kommt er schon. Es hat geplanscht. Oh, der Kopf ist draußen. Und jetzt aufrecht halten. Oben halten. Nicht, dass er umdreht. Nein. Nicht, dass er umdreht. Nee. Halten. Da kommt er wieder raus. Und jetzt wieder. Jetzt kann man es leichter sehen. Und halten. Oh, nein. Oh, da, genau das ist es. Genau das ist es. Halten. Und halten. Und halten. So, und jetzt raus mit dem Kescher. Ja. Ich bin schon wieder nass geschwitzt hier. Und das bei den Temperaturen kannst du dir nicht ausdenken. So, weiter geht's. Nächster Fisch. Unnormal. Also, hier an der Stelle geworfen. Hierhin. Auf 16 Meter. 16 Meter. So sieht das Setup aus. Okay, nur 31 Kilo. Das ist gut. Aber ich glaube, da ist es schon wieder bis auf dem anderen. Und das Ganze hier auf Pfeffer, Muschel, Pellets 18 mit Krabbe Soluble. Und hier ist dann auch nochmal das PVA drin. Mais, Muschelsoße. Relativ simpel. Raus damit. Und das triggert. Und hier haben wir auch direkt den nächsten. So, jetzt aber schnell ran hier allen. Dann den U-Moten-Moss anschreiben, der jetzt gerade seine Trophy gefangen hat. Da kommt der nächste Kandidat hier, der Wildi. Der kleine Wildi Will. Sehr schön. Und so sieht der Kescher aus. Das jetzt hier, na guck, schon einiges an Zeit rum. Über eine Stunde hier, schon bald 2 Stunden bald hier. Aber so sieht das aus. Wildkarpfen und Wels. Und jetzt gucken wir mal eben. So, jetzt warten wir mal auf Antwort und währenddessen gehe ich jetzt hier vorne hin. Und jetzt geht es auf Wels mit Jig. Ich bin übelst gespannt. Ich habe es am Tag schon getestet, ob das mit dem Jig funktioniert. Ich werfe hier diesen länglichen Baum an. Also diesen länglichen einzelnen, der sich auch hier im Wasser spiegelt. Da wird hingeworfen, halb aufgeladen, fliegt weit genug hier mit dem Setup. Gehen wir gleich drauf ein. Und sogar nur relativ langsam, weil große Rolle. Wie gesagt, zeigen wir gleich alles hier. Und dann schön eine Umdrehung. Und dann erstmal, beziehungsweise eine halbe Umdrehung hier mit dem Setup sogar nur. Dass man hier jetzt in den Jig reinkommt. Und ich bin super gespannt. Ob das hier funktioniert. Auf Wels. Wie gesagt, es sind einige schon reingegangen. Das wäre es gewesen. Es sind einige schon reingegangen auf Wels. Vielleicht sollte ich ein bisschen einen kleineren Haken testen. Und da geht er rein. Der erste Wels. Lol. Jawolski. Der erste Wels ist drin. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Und den ziehen wir uns jetzt aber einfach rein. Den gönnen wir uns jetzt hier einfach. Denn der hat überhaupt keine Chance. So, wir drehen langsam wieder hoch. Wir gehen auf 29. Was sagt er dazu? Da sagt er immer noch keinen Bock drauf. Okay, dann machen wir dicht das Ganze. Bremse dicht, willkommen am Nordmeer. So machen wir das. Und dann machen wir dicht und pumpen den Lümmel ran. Ach, ist das schön, wenn man übertriebenes Setup hat, Alten. Einfach komplett übertrieben. Komplett übertrieben, ey. Tja, wenn das geht, ne? Wälzpumpe. Schön mit der Wälzpumpe. Übertriebene Rolle. Übertriebene Schnur. Übertriebenes Vorfach. Übertriebener Fisch. Komplett übertrieben. So. So, rankommen. Ähnliches Spiel und die ganze Zeit natürlich im Blick behalten. Nicht, dass der auf einmal doch irgendwie Action macht. Aber der schafft das, glaube ich, nicht. Guck mal, wie schnell man so einen Fisch hier rauspumpen kann. Wenn das Setup passt, ist das angenehm. Was haben wir gerade? 27, 28 Kilo. Mal gucken, was das jetzt hier gleich ist. 5 Meter ist er noch draußen.
Und da sind die letzten 5 Meter. Der ist aber deutlich kleiner, ne? Oh, 15. Aber auch das lohnt dann schon. 16 Kilo. Na, guck. Aber 16 Kilo, was war das? 30 Sekunden. Gerade 28. Okay. Was schon mal gut ist, es hat funktioniert. Es hat funktioniert so, wie ich es mir am Tag ausgedacht habe. Das ist schon mal richtig wichtig. Also direkt wieder raus. Ganz wichtig, natürlich die Bremse wieder öffnen. So, nicht, dass da auf einmal der Mega-Gigant reinballert und wir dann auf einmal stehen da mit runtergelassener Hose. Das wollen wir natürlich nicht. Also, absinken lassen. Halbe Umdrehung. So, und in den Jig wiederkommen. Halbe Umdrehung. Ist das gut. Komm, einen großen Brocken noch. Einen saftigen Drill, den nehmen wir doch noch mit. Das wäre doch ein Traum, wenn das jetzt hier so funktioniert. Vorhin auch schon aus dem Jig gekommen, an der gleichen Stelle. Vielleicht ist da nochmal eine Kante oder da ist irgendwas unter Wasser. Jetzt aber wieder drin im Jig. Und wenn jetzt der Einschlag kommt, wäre mega gut. Das wär's doch. Zwischendurch noch mal ein bisschen was essen. Und da kommt der nächste Einschlag. Ist es denn wahr? Sehr schön. Also, funzt. Funzt, funzt, funzt. Einfach auf Grund angefangen, auf Grund die ersten Welse gefangen. Und jetzt hier. Jawohl. Mit Jig. Vom äußersten Zipfel. Weiter nach links kann man nicht gehen. Das ist der äußerste Zipfel, wo man hingehen kann. Und nach rechts können wir noch theoretisch länger auch in den Drill gehen. Das heißt, deswegen stehe ich halt auch ganz, ganz, ganz weit links, damit der Fisch im schlimmsten Fall eben nach rechts abhaut, flieht vor uns. Und wenn er denn nach da hinten abhaut, kein Ding, können wir halt hinterherlaufen und weiter drillen und weiter rumprobieren, ihn müde zu kriegen. Ja, wenn er in die andere Richtung abhaut, da ist schlecht. Da könnte er irgendwie im schlimmsten Fall um die Kurve abhauen. Und dann ist er weg. Wenn er um eine Kurve rum ist, gar keine Chance mehr. Den kriegt man dann nicht mehr. Wir kommen halt einfach nicht hinterher. Ne? So, 10 Meter haben wir jetzt hier. Und jetzt müssen wir einfach langsam ihn ranziehen. Es ist ein bisschen brutal, das Ganze. Ich sage dir, es ist ein bisschen brutal. Aber es ist auch einfach mega cool und es macht mega Bock. Und wenn das so klappt hier, dann macht das auch mega Kohle, Alden. Richtig gut. Dann lohnt sich das. Mann, 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 Mann. Jawohl, da ist der nächste Kandidat. Ja, Moinsen, hättest du das gedacht heute Morgen beim Aufstehen? Ah, dass wir uns so nah gegenüberstehen, du Lümmel. Komm mal ran hier. So. Hättest du auch mal rasieren können, oder? Mit deinen Barteln hier. Komm, und ran da. Zack, 33 Kilo. Nochmal schwerer als der gerade auf der Grundroute und ein zigfaches leichter rausgepulkt. Einfach hier auf diesem Setup. Also, gucken wir nochmal rein. Das ist die Ultima, natürlich die größte Ultima mit der meisten Power. Richtig schön Tragfähigkeit. Nennen etwas schwieriges Wurfgewicht, aber weil wir ja seit kurzem das Meeresangeln haben und beim Meeresangeln auch Meeresjighaken haben, mit einem fantastischen Wurfgewicht von 50 Gramm bei einem 5-0er Haken. Wir sind nochmal größer als sonst. Immer mit dem 4-0er, das war ja immer Max. Jetzt haben wir hier einen 5-0er Jig. Wie groß die Tragfähigkeit ist, weiß ich gar nicht. Tragfähigkeit des Hakens? Vielleicht hast du da einen Tipp oder eine Liste, dann gucke ich da mal nach. Aber ich habe da momentan keine Info zu. Wenn du eine Info hast, gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Dazu jetzt gerade auch Meeresjig Salty Fish Weichplastik Köder 140. Da ist er, also 14 cm gelb, funktioniert gerade. Und das Ganze könnten wir sogar verwenden bis zu einem 8-0er Haken. Aber 8-0er Haken ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also, das Teil hier, ach so, vom Setup sonst, natürlich gerade mit der Goliath komplett übertrieben, mit der Goliath unterwegs.
145 Kilo an Schnur drauf, 136 Kilo Vorfach drauf. Ja, die Goliath soll nicht so viel aushalten. Das heißt, wir gehen hier natürlich das Risiko ein, dass wir das Getriebe schrotten, wenn wir hier fit fingern, wenn wir hier einen Fehler machen. Ist ein bisschen tricky, könnte man noch ein bisschen anders bauen. Ich gehe einfach davon aus, dass ich keinen Fehler mache. Irgendwann fliegt mir das Teil um die Ohren. Und wenn es mir um die Ohren fliegt, naja, dann muss ich es halt reparieren. Oder ich mache einfach vorher den Bügel auf und gut ist. Das wird schon. So, also Einholgeschwindigkeit 10 übrigens hier auf der Goliath. Einholgeschwindigkeit 10, super langsam, weil die aber auch so viel dreht. Heißt also auf einer Wenger, vielleicht ist es eine 30 auf der Wenger. Naja, also wenn ihr hier mit der Wenger steht, geht natürlich auch. Wenger, zack. Sofort schon Biss. Ein Traum. Ein Traum in Wels. So soll das sein. So moke wie dat. Ach, ist das schön. Ja, so und so ähnlich, ihr Lümmels. So und so ähnlich kann es weitergehen. Natürlich auch gerne mit den größeren Brocken als hier mit den kleinen. 3 Kilo der Bratpfannenwels. So, ja. Gibt's noch irgendwas? Habe ich schon gezeigt, wo ich hier stehe? Noch nicht so wirklich, ne? Da. Da stehen wir und da genießen wir gerade das Welsangeln. Und das hier ist eigentlich nur die Distanz, die hier durchgejiggt wird. Also das kleine Stückchen hier. Der kleine Schniepi. Weil alles andere ist mir zu riskant. Natürlich könnte man hier gut stehen und hier einfach quer rüber ballern. Oder mit dem Boot kann man das vielleicht auch machen. Einfach mit dem Boot, durchaus eine Option. Einfach auf entspannt hier rein irgendwo ankern und dann mit dem Boot hier langziehen. Zap, zarab, zarab. Und dann ist das gut. Und dann einfach mit dem Boot hinterherfahren. Und ja, das ist natürlich die einfachste Methode, ne? Aber hier vom Land aus, wenn man auch noch nebenbei ein bisschen Grundangeln machen will, also vielleicht noch die Chance haben will auf Aralbarbe, auf Wildkarpfen, auf Wels, dann natürlich einfach hier von der Posi aus und gut ist. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben sämtliche Infos. Zieht raus die Brocken. Ich versuche jetzt hier doch weiter meine Wels-Trophy irgendwann zu fangen. Vielleicht ballert sie mir irgendwann rein hier auf dieses übertriebene Setup und dann wird sie rausgepumpt. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Oder mal im Livestream auf YouTube. Gibt es bestimmt auch demnächst wieder. Von daher Kanal abonnieren, Glocke reinballern. Und dann kriegt ihr direkt eine Info, wenn der Livestream losgeht. Bis dahin, Petri.